Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause, Aktualität ist gegeben, meines Erachtens alleine schon deshalb, es geht um Geld. Geld ist immer aktuell und ja, nun klar, und vor allen Dingen auch die Frage der Steuerpolitik ist in einem rollierenden System, welches aus 365 Tagen im Jahr besteht, immer aktuell. Und der Herr Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen hat sich, und auch deswegen können wir das jetzt nicht hier vorwerfen, dass wir hier über Bundespolitik reden, zur Frage der Steuereinnahmenentwicklung im Bund geäußert. Und zwar hat er das getan vor dem Hintergrund eines hier im Landtag wirklich ausreichend debattierten fiskalischen Instruments, nämlich des Kommunalsoli. Und da muss ich sagen, das finde ich schon einen sehr interessanten Vorstoß, zu sagen, im Bund fehlt Geld, das wirkt sich auf die Kommunen aus, wir haben in Nordrhein-Westfalen das Ei des Kolumbus entdeckt und haben die Problematik durch die Abundanzumlage quasi in den Griff bekommen. Und jetzt machen wir das, was es bisher nur als Länderfinanzausgleich gibt, mit dem Kommunalsoli und entwickeln den Kommunalsoli quasi als Exportschlager NRWs für die Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein starkes Stück, muss ich sagen, angesichts der Tatsache, dass der Kommunalsoli bzw. die Abundanzumlage in NRW wohl die Gerichte in den nächsten Jahren noch etwas beschäftigen wird und man da vielleicht erstmal die Rechtskraft der Urteile abwarten sollte, ist es vielleicht etwas verfrüht zu sagen, liebe Bundesrepublik Deutschland, guckt euch das Modell an. Wir machen das jetzt so, die armen Kommunen kriegen von den reichen Kommunen, also beispielsweise Düsseldorf zahlt an Berlin, zum Beispiel. Düsseldorf zahlt an Berlin, Berlin geht es nicht gut, obwohl denen soll es ja besser gehen und so weiter und so fort. Das geht von Nord nach Süd, Ost nach West, West nach Ost und so weiter und so weiter. Der entscheidende Punkt ist aber, wenn wir das mal auf NRW runterbrechen, und dann machen wir das mal, da haben wir vor etwas mehr als zwei Monaten darüber diskutiert mit den regierungstragenden Fraktionen, wie wir auf wiederum Bundesebene, denn das spielt ja eine Rolle und aus dem Bund kommt das Geld, ins Land die Steuerschlupflöcher schließen. Und da kündigten sie an, alles zu unternehmen, dass diejenigen Gestaltungsmöglichkeiten eliminiert werden, die der Bundesrepublik Deutschland umgekehrt positiv 120 Milliarden Euro jährlich in die Kassen spülen. Wir Piraten hatten das mal konkretisiert und hatten gesagt, solche Gestaltungsmöglichkeiten wie zum Beispiel für mittelständische Großunternehmen oder auch große Konzerne wie die Lizenzboxen müssen weg. Gestaltungsmöglichkeiten Sumpf trockenlegen. SPD und Grüne haben diesen Antrag quasi platt gemacht und stattdessen Lippenbekenntnisse auf Metaebene formuliert, die eben zu jener Zahl führten, die ich genannt habe, nämlich zu den 120 Milliarden Euro jährlich. So weit, so gut. Wunderbarerweise tauchte der materielle Gehalt dieses unseres Antrags im Koalitionsvertrag wieder auf. Hatten wir, glaube ich, schon thematisiert, kurz vor Weihnachten. Und da muss man sagen, wenn denn auch das nicht nur Lippenbekenntnisse sind, müssten wir ja bald das Geld nur so reinsprudeln. Und dann reden wir auch nicht von Steuererhöhung, sondern wir reden erstmal davon, dass die steuerlichen Einnahmemöglichkeiten vollumfänglich gerecht, sozial gerecht ausgeschöpft werden. Und wenn das das Ei des Kolumbus ist, nämlich die 120 Milliarden, die Sie und Ihr Ministerium errechnet haben und auch die Koalitionsfraktionen hier in NRW, dann sind wir auf einem guten Weg und dann brauchen wir auch keinen Kommunal-Soli-Ausgleich der Kommunen in ganz Deutschland. Wir erkennen, dass sowohl im Bund wie auch im Land erhebliche Probleme bestehen, die öffentlichen Aufgaben zu finanzieren. Und wir dürfen auch nicht verkennen, dass der Einfluss des Landes NRW auf die Regierungspolitik im Bund voraussichtlich gering sein wird. Es sei denn, in der Tat, es kommen gute Vorschläge, der Vorschlag mit dem Kommunalsoli, und das ist ja das, worum es eigentlich in dem Interview bei der Wirtschaftswoche ging, funktioniert. Das funktioniert aber nicht. Und jetzt habe ich noch ganz viel hier auf dem Zettel stehen. Ja,
und werde das nicht weiter vortragen, denn ich würde gerne erstmal hören, wie der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen erklären möchte, dass er im Prinzip in diesem Interview in der Wirtschaftswoche zu einem kommunalen Flächenbrand in Deutschland aufruft oder ob er die Föderalismusreform in anderer Weise neu anstoßen möchte und vor allen Dingen, wie der Verteilungskampf dann aussieht, wenn es denn darum geht, dass Hunderte von Städten und Gemeinden in Deutschland darum kämpfen, vom einen oder anderen einen Ausgleich zu bekommen. Von einer Konsolidierung der NRW-Finanzen sind wir damit allerdings noch immer weit entfernt. Und wenn ich dann noch einmal darauf zurückkommen darf, dass wir ja vor zwei Tagen hier beispielsweise die Schul- und Studienfonds quasi kassiert haben und dann 80 Millionen Euro mal eben in den allgemeinen Landeshaushalt plätschern und damit irgendwo auch dem eigentlichen Zweck, nämlich Bildung und Ausbildung, entzogen werden. Ja, meine Güte, da muss man einfach sagen, irgendwo ist das doch wiederum nur rechte Tasche, linke Tasche. Einnahmen und Ausgaben, Steuererhöhungen, ja, wunderbar. Das Geld wird aber auf der anderen Seite möglicherweise so ausgegeben, dass es für die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr nachvollziehbar ist. Und das wollen wir doch tunlichst vermeiden. Und dazu gehört selbstverständlich auch eine seriöse Finanzplanung. Auch über die haben wir vor zwei Tagen hier gesprochen. Die Finanzplanung bis 2017, so mag sie auf dem Papier stehen, wird wahrscheinlich nicht ausgehen. Das selbst sagen Sie, Herr Finanzminister, in Bezug auf die weitere Entwicklung. Auch in dem Interview sagen Sie, dass unter normalen Umständen, und da nehme ich mal das Basisszenario des Nachhaltigkeitsberichts auf, es wohl dazu kommen wird, dass wir an Steuererhöhungen nicht vorbeikommen. Im Land Nordrhein-Westfalen, wissen wir, wird eine wesentliche Steuererhöhung bzw. Steuermehreinnahme außer durch die konjunkturbedingten Daten nur über die Grunderwerbsteuer möglich sein. Da bin ich mal gespannt, wie Sie das jetzt hier für Nordrhein-Westfalen erklären. Für den Bund sind wir hier ja nicht zuständig und von daher freue ich mich auf Ihre Ausführungen. Danke.